Die glänzten alle, weil sie neu bemalt waren. Er passte gut auf, dass er nirgendwo anstieß. Und sie folgten ihm sanft in den Bahnhof und sangen dabei fröhlich, jetzt fahren wir weg, jetzt fahren wir weg. Ich würde so gern mit euch fahren, sagte James. Es würde Spaß machen, den Schnellzug zu ziehen und über die Gleise zu fliegen. Gordon machte sich unter großem Getöse und Ablassen von Dampf bereit, sich an den Zug zu koppeln. Der dicke Kontrolleur war zusammen mit anderen wichtigen Leuten im Zug. Und als Gordon die Pfeife des Schaffners hörte, fuhr er los. Schieb mich nur an, schieb mich nur an, dampfte er. Und die Waggons glitten hinter ihm her. Bup, 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 bup. Auf Wiedersehen, kleiner James, bis morgen. James beobachtete den Zug, bis er verschwand und machte sich dann wieder an die Arbeit. Er schob ein paar Güterwagen auf ihre Abstellgleise und fuhr dann los, um die Waggons für einen anderen Zug zu holen. James hatte die Waggons gerade zum Bahnsteig gebracht, als er ein jammervolles Geräusch hörte. Gordon versuchte, sich unbemerkt in den Bahnhof zu schleichen. »Hallo, Gordon, ist es schon morgen?«, fragte James. Gordon antwortete nicht, er ließ nur Mattdampf ab. »Hast du dich verirrt, Gordon?«, sagte James. »Nein, das hat ein anderer getan. Ich wurde von der Hauptstrecke abgeleitet auf die Schleife. Die bin ich abgefahren und jetzt fängt alles von vorne an.« »Vielleicht war das instinktiv«, sagte James. Inzwischen versammelten sich alle Fahrgäste vor dem Fahrkartenschalter und riefen, »Wir wollen unser Geld zurück!« Der dicke Kontrolleur kletterte auf einen Gepäckwagen und pfiff so laut auf der Pfeife des Schaffners, dass alle still wurden und ihn ansahen. Dann versprach er ihnen sofort einen neuen Zug.